Liebe Freunde, willkommen zurück zu Imperator Rom. Willkommen bei Voxel und mit Sparta, beziehungsweise was von Sparta übrig bleiben wird. So, das Ding, was ich jetzt gerade aufgezeichnet habe, ist heute noch am selben Tag. Und es wird eine Sondersendung, weil ich zugeben muss, dass ich es mit Sparta in diesem Sinne leider nicht geschafft habe, hier erfolgreich zu sein und auch für euch und für das Let's Play erfolgreich zu sein, und das ist mir eben nicht gelungen. Was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, ist, wenn ich ein bisschen weiterspiele. Wir haben quasi die letzte Folge von heute damit beendet. Also nebenbei sieht die Welt ja hier, das war Katarien, was ihr mal in meinem Community-Tab gesehen hattet, diese Bedrohung hier oben. Guck mal, mit 92 als Großmacht. Katarien und Rom natürlich als Großmacht. Sehr, sehr beeindruckend hier und interessant. Also, wie haben wir geendet mit der letzten Folge? Und wie beginnt quasi jetzt diese Sonderfolge? Ich will euch einfach zeigen, was jetzt passiert. Ich habe es nämlich schon getestet und es wird nur eins passieren. Sparta wird zugrunde gehen und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Das Problem ist, ich hatte hier bei unserem letzten Verbündeten, der Orsien, der selbst auch von Makedonien ja völlig zerfetzt wurde. Man sieht das hier. Also der Orsien hat auch dafür einen hohen, hohen Preis gezahlt. Nämlich den schlimmsten überhaupt, zum Stadtstaat zurückgestuft zu werden. Das gleiche wird uns auch passieren, das sage ich euch nämlich gleich. Zumindest ist uns das eben, oder mir beim Anspielen, weiter passiert. Ich wollte einfach mal reingucken, welche Möglichkeiten wir noch haben. Der Orsien hat also einen hohen Preis bezahlt, wurde hier komplett ausgenommen. Ich glaube, Dalmatien, Armistien, Dendarien, weiß ich nicht. Das war alles mal hier, dieser ganze Blob war mal der Orsien. So, die haben dafür gezahlt, dass sie mit uns, mit Sparta verbündet waren, mit fast allem, was sie haben. Und wir haben jetzt hier nochmal eine Söldnerarmee, die wir natürlich moralisch nochmal versuchen aufladen zu lassen und dann hier runter nach Epirus gehen. So, Makedonien ist aber vollständig bei uns hier eingedrungen, beziehungsweise hat das vollständig besetzt. So, Epirus oder Messapien ist hier unten komplett drin und Phrygien ist mit dieser Riesenarmee hier drin. Da können wir auch nichts tun, auch unsere Verbündeten werden hier nicht rübergehen können, auch nicht wollen. Und dann lasse ich mal kurz laufen, was jetzt passiert. So, spätestens wenn das Fenster wieder weggeht, dann ist sowieso wieder Schluss mit Stabilität. Haben wir nicht, wir haben ja nicht mal Politikeinfluss, das heißt, ich kann da auch nichts weiter groß machen. Militärerfahrung ganz knapp, um überhaupt irgendwie Söldner mal zu bekommen. Rekrutenreserve ist runter. So, seht ihr es jetzt schon. Also, egal was wir tun, Handelsrouten aufgegeben, heißt immer schon, oh, Land verloren wahrscheinlich. Zack. Und Makedonien hat das natürlich jetzt gemacht und hat gesamt Lakonien, man sieht das jetzt unten, dass sie so aufblinkt. Ja gut, das ist hier die Hauptstadt. Hat alles von uns eingenommen. Und selbst wenn wir Sparta behalten hätten, das hätte uns ja vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen können als Stadt. Bringt nichts. So. Makedonien hat das komplett eingenommen. Hier ja auch. Das Stückchen. Das wollte ja Phrygien haben. Und Makedonien wird hier alles aufsaugen. Jetzt geht's weiter. Ich habe also nichts gemacht. Ich konnte nichts machen. Ihr habt es selber gesehen. Und es wird das nächste gleich passieren. Und ich glaube, wenn das hier eingenommen wurde... Ach, da seht ihr es schon, genau. Präses ist schon frei. Präses ist schon frei. Und deswegen passiert genau das jetzt. Ich mache mal Pause. Da. Epirus, erstmal kam Phrygien. Also, Phrygien hat den Weißen Frieden ausgerufen. Logisch, weil Präses für sie kein Ziel mehr ist. Das wurde bereits freigelassen. Ich glaube, durch das hier, durch Epirus. Hier oben hat ja Phrygien auch nichts mehr von uns zu holen. Und dann hat Epirus, ja, hier, Gortina wird befreit. Und Sparta wird Tributstaat. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Also, es wird ja noch schlimmer. So, und das heißt, wir sind vom Rang Lokalmacht zum Rang Stadtstaat abgestiegen. Also, wir sind jetzt völlig im Eimer, Freunde. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, wir haben einen Lehnsherr. Wir haben einen Lehnsherr Messapien. Wir zahlen auch noch Geld dahin. Wir haben keine Flotte. Wir haben natürlich noch die Kohorten, aber das sind die Söldner. Wir haben nichts. So. Politikeinfluss down. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis hier Kydonien, die sind noch unter Makedonien oder vielleicht auch Cortina,
und selbst hier angreifen will. Das Ding ist auch, wir haben ja einen 10-Jahres-Plan, einen Friedenszeit sozusagen. Und selbst wenn wir das hier nochmal versuchen würden mit Polyrrhynia, das ist quasi die Hauptstadt von Sparta, und wir haben ja hier nichts, guck mal, 11 Bewohner, absoluter Wahnsinn. Also damit kann man selbst in Kreta selber damit starten, ist ja wahnwitzig. Und wir sind, wie gesagt, untertan. Ich weiß gar nicht, Tribut. Also wir können auch eigene Kriege anfangen. Zumindest das. Warte mal kurz. Ach nee, als Tributstaat auch noch nicht mal. Ich dachte als... Ach, das ist ja krass. Moment, da muss ich mal gucken. Ah, ja, also das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Jetzt können wir nirgendwo... Können wir wirklich nirgendwo mehr irgendeine Aktion machen. Und jetzt sind wir eben am Scheideweg, Freunde. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, so sieht die Welt jetzt hier aus. Machen wir mal so. Sparta ist hier übrig geblieben. Wir haben verloren. Das war... Die Frage ist jetzt, was war jetzt der Fehler? Also ich habe natürlich oft versucht, zu lange auch auf den Peloponnesischen... Ja, auf dieser Insel, hier Halbinsel zu bleiben. Und dieses Gebiet, diese Region... einzunehmen. Ich glaube, das war auch der Fehler, weil Makedonien erstens sich nirgendwo anders bereichert hat, außer hier indirekt oben, aber das war nur, weil ich verbündet war mit der Orsien. Makedonien hat sich nur an Griechenland bereichert und natürlich Epirus, aber das ist auch fast klar. Und sonst nichts. Also die wurden nie angegriffen selber im Laufe des Spiels. Ich hatte es ja mal geschafft, hier den Teil von Lakonien, diesen gesamten Bereich mit einzunehmen. Und das war, weil Makedonien uns mit in Krieg reingezogen hat, beziehungsweise wir wurden in einen Krieg gegen Makedonien mit reingezogen und konnten das hier abnehmen. Und dann haben wir es weiter nicht geschafft und ich glaube, das war der Fehler. Wir hätten uns dann entweder sofort mit Schiffen, mit Söldnern hier rüber bewegen müssen und Kreta, weil Kreta selber ist ziemlich stark und dann haben wir auch noch ganz andere Möglichkeiten, ne? Also Süden, Osten, hier auch nochmal Kleinasien, gut, Phrygien ist auch nicht zu unserem Vorteil, sagen wir es mal so. Also ich werde jetzt hier natürlich nicht auf die Tränendrüse drücken und sagen, ja, wir haben jetzt Pech gehabt. Also das ist Quatsch, glaube ich auch. Aber ich glaube, wir haben auch, was diese beiden Großmächte hier auch angeht, Makedonien, Phrygien bzw. Regionalmächte, zumindest nicht das, was schon mal öfter passiert mit Phrygien, dass die implodieren, hätte uns eventuell weiterhelfen können. Weil Phrygien hat sich immer mehr von unseren Verbündeten geholt, Makedonien auch. Und ich glaube, das war nur eine Frage der Zeit, selbst wenn wir das hier eingenommen hätten, die gesamte peloponnesische Halbinsel hier oder diesen Landbereich, wären wir auch zurückgedrängt worden. Makedonien ist zu stark. Und wenn sie keiner angreift, dann hätten wir mitgehen können. Also haben wir da auch keine Chance gehabt, irgendwas uns für uns selbst abzugreifen. Ja, Kreta wäre ein Fall gewesen oder irgendwo anders. Hier uns mit reinsetzen, mit Syrakus verbinden, hätte vielleicht funktioniert oder hier oben irgendwo rein. Ich glaube, das ist der Sinn gewesen, was wir hätten machen können, was effektiv gewesen wäre. So, Freunde. Ich habe es versucht, da dran zu bleiben. Mir hat es wirklich auch Spaß gemacht. Das hat sich immer hin und her entwickelt, obwohl diese ganzen Schwierigkeiten, ihr habt es ja auch im Livestream gesehen, als wir Phrygien hier oben diesen ganzen Bereich abgenommen haben, ne, wo ich jetzt mit der Maus bin. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch uns hier unten ein bisschen auszubreiten. Und ich habe gedacht, wir kommen wirklich mit einer schlagkräftigen Truppe, mit einem Schlag irgendwo weiter. Messapien Epirus war jetzt wirklich so ein bisschen der Sargnagel. Und um es kurz zu fassen, das Let's Play... Ja, also das lohnt sich jetzt hier nicht weiterzumachen. Gerade auch nicht, weil jetzt 1.3 angelaufen ist. Wie gesagt, der Hotfix ist da. Ich glaube, der kam heute auch. Und das ist die Frage. Ich würde als erstes wirklich gerne mal eure Meinung wissen. Also natürlich ein bisschen konstruktiv. Da seid bitte auch ein bisschen fair. Das ist immer noch ein Let's Play. Und gerade auch als Let's Player oder YouTuber ist man da immer schnell dabei, Fehler zu machen, die man alleine nicht machen würde, wenn man für sich spielen würde, ganz alleine. Das ist so. Also glaubt mir das bitte, das ist immer ein bisschen vor der Kamera oder auch gerade neben dem Mikrofon ist es nicht ganz so einfach und gerade auch, wenn man mehrere Projekte nebenbei noch ein bisschen behandelt. Ich gehe immer rein, versuche mir die Situation anzuschauen, vorher schon zu entscheiden, wo könnten wir hingehen und das vorher schon ein bisschen abzuschätzen. Aber das ist immer so ein bisschen der Fluch auch,
dass man da vielleicht nicht jede kluge Entscheidung hat treffen können, die ihr vielleicht treffen würdet. Und daher würde ich ganz gerne wirklich unverblümt und ehrlich eure Meinung zum Verlauf jetzt, was hätte man vielleicht noch machen können, was ist eure Meinung, vielleicht auch was Positives oder was Witziges oder was Interessantes, wie sich das entwickelt hat, weil auch in diesem Untergang ist es ja doch sehr interessant gewesen und für mich hat es wirklich Spaß gemacht, aber diese Reise von Sparta ist hier zu Ende. Ich habe es nochmal angeguckt, was wir hatten. Und der zweite Platz war bei der Abstimmung damals, vor ein paar Wochen, als wir angefangen hatten, war ja Avernien, was sehr, sehr interessant ist. Und Platz 3 war Rom. So, jetzt mache ich mal eine kurze Pause und zeige euch mal den Startbildschirm nochmal. So, da sind wir wieder im Startbildschirm, wenn wir ein neues Spiel anfangen würden. Also, Freunde, wie gesagt, Platz 1 war Sparta und ich glaube 3 Stimmen, ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, 3 Stimmen dahinter war Avernien. Avernien ist hier ein ganz, ganz interessanter Fall. Wir sind bereits mit 13 Territorien hier nicht schlecht ausgestattet. Es gibt sehr, sehr viel, was wir hier oben tun können, glaube ich. Ich muss mal gucken, wir haben hier keine diplomatischen, so wie kaum ein Stamm hier. Keine diplomatischen Vorgeschichten. Und das gibt uns sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Etrurien ist ja genau das gleiche, war ja auch ein föderierter Stamm. Und da Avernien der zweite war und auch sehr, sehr viel Liebe von euch erfahren hat, ich glaube. Nee, ich hatte ja Byzantium genommen. Auch ganz, ganz witzig. Wie gesagt, das, was wir jetzt noch drauf schauen, ist kurz 1.2. Ne? Also hier ist auch noch ein bisschen mehr Landmasse. Hier unten sind ja 2, 3 neue Nationen entstanden. Ich glaube, hier oben sind ein paar neue Nationen entstanden. Und auch hier im nordirischen Raum, damit da ein bisschen mehr Würze reinkommt. Das war es, glaube ich, auch schon. Balkan, weiß ich nicht. Glaube ich, nicht weiter. Ja, gut, eher hier halt, ne? So, und das ist die Frage, wie gesagt, Sparta, Avernien, Rom, das waren die ersten 3. Und ich würde gerne, bevor wir da mal weiter rumrühren in diesem Süppchen, würde ich wirklich gerne mit euch gemeinsam Avernien starten. Das ist also unser nächstes Let's Play Projekt und das werde ich auch mit 1.3, ich werde gleich das erste Mal eine Folge aufnehmen. Und dann werden wir entscheiden, was wir da machen werden. Aber wahrscheinlich ist es so mit einem föderierten Stamm. Gehen wir ja schon in Richtung Monarchie oder Republik. Ähnlich wie Rom halt. Ne? Und das wäre sehr, sehr interessant. Genau wie die Etrusker. Und das werde ich mit euch neu anfangen. Ich weiß, es kamen immer wieder kritische Stimmen. Und da werde ich mich voll zurücknehmen und sagen, habt ihr recht gehabt, aber wie gesagt, ich habe euch das versucht zumindest ein bisschen aus meinem Standpunkt zu erklären, wie das dazu kommt. Natürlich, man kann nicht immer perfekt spielen. Ich überlege auch gerade, wie ich hier weiterspiele, aber ich werde das auch, glaube ich, auf schwer lassen, weil sehr schwer ist doch wirklich happig und ich weiß nicht, ob das so Spaß macht. Da bin ich nicht so sicher. Ich werde aber die Ratschläge nochmal annehmen von euch und wirklich auch gerade mir die Kriege in Ruhe anschauen. Und das ein bisschen ruhiger laufen lassen. Und dann wird eine Folge eben mal ein bisschen ruhiger, diplomatischer oder strategischer. Und dann werden wir uns die Möglichkeiten anschauen. Und wie gesagt, wir werden mit Avernien starten. Ich freue mich wirklich auf euch, dass wir hier im Herzen Frankreich sozusagen anfangen können und mit diesem föderierten Stamm in alle Richtungen expandieren können. Und dann hoffe ich, dass wir hier wirklich Gaul oder sowas formen können. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Sachen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Nicht nur, weil es der zweite Sieger sozusagen von eurer Abstimmung war, was ja natürlich auch dann fairerweise als zweites Let's Play starten würde, sondern ich glaube, gerade mit dem neuen Missionssystem so ein bisschen generisch, und die Möglichkeiten, die wir hier haben, könnten wirklich interessant sein. Und ich lasse mich darauf ein. Ich möchte Imperatorum sowieso unbedingt weiterspielen. Und deswegen freue ich mich ganz doll und herzlich, dass wir das gemeinsam die nächste Stufe machen. Und vor allen Dingen, was ich eben noch sagen wollte, etwas ganz, ganz anderes machen. Und zwar nehme ich mal als Stamm hier im Herzen Europas sozusagen
oder Galliens, wie man das aus der antiken Zeit ja dann auch nannte, anfangen und weitermachen können. Also kompletten Seitenwechsel einfach mal und weg von diesen Monarchien zum Beispiel, ne, oder Republiken in dem Sinne. So, Freunde, das war diese Sondersendung und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der Prolog-Folge zu Arvernien wieder, wo wir uns unsere Situation anschauen werden und dann so langsam ins Spiel starten. Und die Prolog-Folge wird natürlich immer ein bisschen ruhiger. Also, ich würde, wie gesagt, eure Meinung zu diesem Paket, zu diesem Let's Play, was ja immer vor und zurück ging, gerne hören unter diesem Video in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gerne wieder mit Arvernien. Bis dahin, macht's gut und tschüss.